Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 2. Gut, ich habe jetzt mal zwei Sachen nachgeschaut. Erstmal, wo dieser Händler sich rumtreiben soll. Diese Milz gestohlen, das heißt gestohlen, abgeluchst hat. Und zum anderen, wie man nach Navarro kommt. Das geht nämlich jetzt doch schon. Und das werde ich auch jetzt mal machen. Das ist zwar relativ heftig da oben in der Basis. Allerdings können wir dann zu den Bruderschaftsleuten rein und die haben sehr, sehr schöne Waffen. So, ich glaube, hier müsste er drin sein. Warte mal. Halte ich im Auge. Ah ja. Guten Tag, willkommen in meinem Laden, dem fliegenden achten Drachen. Wer bist du? Ich bin Lao Chu. Mir gehört dieser Laden. Fliegender achter Drache heißt, er ist ein Laden für alles. Aber ich handle vor allem mit Informationen. Was denn für Informationen? Dieser Stadt passiert kaum etwas, worüber ich nicht Bescheid wüsste. Natürlich musst du wissen, welche Fragen du stellen musst. Klar? Also, was willst du wissen? Ich suche eine Milz. Eine Milz? Mal sehen, ein Chip von der Valdez hat neulich seine Milz beim Kartenspielen verloren. Ich habe sie Dr. Wong verkauft, der war sehr interessiert daran. Dr. Wong? Wo finde ich den? Dr. Wong ist der Chefwissenschaftler im Stahlpalast, dort wirst du ihn finden. Wie kann man eigentlich überhaupt eine Milz verlieren? Naja, er war betrunken. Stürzbetrunken. Den ganzen Abend hat ihm seine Milz zu schaffen gemacht. Da hat er sich halt verwettet. Also hast du einfach seine Milz genommen. Ja, es war seine Spielschuld und er ist ein ehrlicher Mensch. Okay. Wiedersehen. Passt. Achso, warte mal. Hast du noch irgendwie... Ich brauche Ausrüstung. Du hättest ziemlich viel Geld und Munition. Und Bücher. Was denn? Ah, erste Hilfe Kästen für Feldärzte. Das war der normale. Ich habe da irgendwo schon einen MK2 Dietrich noch gesehen. Okay. Ja, ich muss im Auto gucken, was wir da noch haben. Du hast, glaube ich, hier auch verschiedene Ausrüstung. Du hast eine Powerrüstung. Okay. Lasergewehr X-Cap. Du hast ziemlich nette Sachen hier. Ich glaube, wir kommen tatsächlich nochmal wieder. Ich mein Inventar. Warte, was habt ihr denn dabei? Du hast den ganzen Alkohol. Und deine Waffe, okay? Arcris? Was willst du? Was hast du denn? Ohrfaust, Flammenwerfer, Raketen. Ihr habt gar nicht mehr so viel, sehe ich gerade. Haben wir euch schon gelehrt? Dann gehe ich mal ins Auto. Habe ich beim letzten Mal wirklich alles schon verkauft? Großartig. Die Module brauchen wir dann auch später noch. Na gut, hier hätten wir noch eine Gauss-Pistole. Ich glaube, die war auch gar nicht so schlecht. Da kann man gucken, vielleicht Cassidy den mittlerweile lieber haben möchte. Schon die ganzen Rüstungen. Gut, können wir nicht. Okay. Das wäre erstmal das soweit.
Verkaufen wir das gerade mal. So, in welchem Inventar sind wir denn jetzt? Wir sind in dem mit der Power-Rüstung. Ich glaube aber nicht, dass das reicht. Allerdings können wir mehr Geld geben und das dann nachher wieder zurückholen. Was willst du dafür? 32.000, alter Finne. Das könnte ich auch mal ins Auto packen. Ich glaube, die wiegen nämlich auch einiges. Es würde gehen. Oder? Ich glaube, es... Es reicht sogar gerade. Ja komm, dann kriegt halt, ich weiß nicht, Vic irgendwie noch eine Power-Rüstung. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Dann, wie viel müssen wir rausnehmen? 500... 400... Einundzwanzig? Ja. Ach Mist. Die ist zu schwer. Dieses Traglimit ist echt unglaublich nervig. Dann brechen wir das gerade mal ab. Cassidy. Beziehungsweise, warte mal, ich will mir erstmal den Bohrhammer da anschauen. Stärke 5. Das Bullpup-Design. Mit was schießt du denn? Ich geb's mal gerade Cassidy, mal gucken, was er dazu sagt. So, mein Lieber. Okay. Dann nimm den doch mal. Hole ich mir die mal zurück. Das wär's erstmal. Dann kannst du mal weg. Ich pack mal die kleinen Fusionszellen ins Auto, weil die, ich glaube, die wiegen halt auch schon einiges. Diese Traglast ist ein unglaublich Nerv. Ich bin bei Fallout 76 so froh, dass der Glitch noch funktioniert. Dass man unendliches Inventar hat. Spart halt unglaublich viel Zeit. Das ganze Hin- und Her-Gemache hier mit dem Rumladen könnte man sich halt alles sparen, wenn man einfach alles mitnehmen könnte auf Anhieb. Warte mal, könnte ich jetzt aber ein paar mehr Waffen mitnehmen, die ich verkaufen kann. Das zum Beispiel. Die dürfte auch noch ein bisschen was wert sein. Das geht schon nicht mehr. Eins. Vielleicht zu viel hat das gar nicht gebracht. Ja, oder ich mach's wieder so, dass ich mir jetzt irgendeinen Schrank suche, mein ganzes Zeug da reinlade und ich dann erstmal auskaufe.
So, dann kriegst du jetzt das, 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 das. Oh, und wir sind schon bei 20.000, siehst du? Und dann können wir da jetzt noch 11.872, wenn mich nicht alles täuscht. 73. Ja, cool. Das hat funktioniert tatsächlich. So, Cassidy, was hältst du denn von einer Power-Rüstung? Dann Kampfkontrolle bitte. Cool. Ja, wie gesagt, mal gucken, wie lange das mit dem Inventarmanagement hier jetzt noch dauern wird. Dann können wir uns mal auf den Weg zur Basis machen. Und dann hatte ich mir überlegt, wenn wir die Basis ausgeräumt haben und die guten Waffen von der Bruderschaft haben, dass wir dann mal auch so die ganz, also hier den Sklavenhändler mal noch platt hauen. Das haben wir auch seit Ewigkeiten vor. Das würde ich mal ganz gerne noch mal. Vielleicht räumen wir auch komplett New Reno noch aus. So, warte mal, dann will ich gerade noch mal zum Auto gehen und mir noch ein bisschen Zeug holen. Und verkaufen. Jawohl, die kann ich schon mal mitnehmen. Sehr schön. Der ganze Kleinkram kann ja auch mal weg. Das war's schon. Die ganze Rüstung muss ich mal noch loswerden. Da fällt mir ein, Vic, was hast du denn für eine Rüstung an gerade? Ach du, stimmt, du hast die Gewänder, die waren ja auch nicht schlecht. Gib dir mal die Kampfrüstung, vielleicht kannst du da eher was mit anfangen. Vorteil ist, wenn wir dir jetzt auch noch eine Power-Rüstung holen, du kannst halt dann auch wieder mehr tragen. Du machst dich als Packesel ganz gut. Okay, du bleibst dabei. Schön, bist halt jetzt ein bisschen überladen, aber das ist okay. Ich glaube, mit Rüstung kann man die generell ein bisschen überladen. Ist ja auch Sinn machen, weil die Sinn macht, weil die ja durchgetauscht werden sollen. Und ich glaube, die Granaten gebe ich mal Markus, der kann da besser mit umgehen. Das kann ich jetzt nicht mehr tragen. Gut, dann machen wir das später. Ja, wie gesagt, wenn wir halt dieses ganze hin und her können, muss ich halt sparen, wenn man halt ein Inventar hätte, was alles aufnimmt. Oder zumindest für das Handeln. Aber gut. Ist halt leider doch so kompliziert noch gemacht, das Spiel. Dann werden wir das Zeug jetzt auch mal los. Das wären 13.000. Hast du irgendwas Interessantes? Das Lasergewehr vielleicht. Ach nee, komm. Lass es nicht auf gut Glück kaufen. 13.070 oder 78? 70, okay. Dann will ich gerade mal gucken, ob du hier noch zufälligerweise Munition hast. Also beziehungsweise Energiemunition meine ich damit. Ah ne, schon, aber die Bücher hast du noch. Dann auch irgendwelche Drogen. Ne, das passt. Okay. Dann bin ich doch mal gespannt.
Ich habe nichts Überschüssiges mehr da. So, ich speichere hier gerade mal ab. Weil ich versuche es einfach mal die Basis zu übernehmen. Also wir können es natürlich halt auch sneaky machen, aber ich versuche einfach mal durchzurennen und die wegzuballern. Das sollte theoretisch ja mit unserem Charakter klappen. So, jetzt müssen wir halt hier ein bisschen um die Ecke fahren. Wieso fährst du nur hier diese eine Station? So, wahrscheinlich, weil du da oben irgendwo hängen geblieben bist. Jetzt müssen wir halt hier so ein bisschen durch die Gegend. Und jetzt können wir halt ohne Probleme nach. Also, das heißt ohne Problem. Wir können es halt in einem durch nach Navarro. Und wir kommen sogar durch. Cool. Hallo, Fremdling. Buh, Baby. Ich schau dir die Räder an. Solche habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Was kann der alte Chris für dich tun? Ich suche Navarro. Ist das hier? Navarro? Seit Jahren nicht mehr gehört. Alte Militärbasis südlich von Frisco. Das ist weit südlich von hier. Dort war ich. Das ist nicht Navarro. Hä? Klar doch. Ich habe davon vor einer Weile gehört. Militärbasis. Navarro. Südöstlich von Frisco. Du lügst. Ich habe keine Geduld für sowas. Sag mir die Wahrheit oder du bereust es. Fahr zur Hölle. Zieht ein Funkgerät aus der Kleidung. Willst du jetzt sehen, was Reue ist? Ich habe ein paar Jungs, die dir eine ganze Bedeutung beibringen werden. Keine gute Idee, Partner. Hat er jetzt Bescheid gesagt oder nicht? Naja, wie wär's, wenn wir dir einfach mal in die Augen schießen? Das war's. So, die Frage ist, ob die jetzt alarmiert sind oder nicht. Wir werden es rausfinden. Ist halt noch das Funkgerät. Ach ja, warte mal, kann ich noch irgendwas ins Auto legen vielleicht? Das Funkgerät auf jeden Fall mal. Das brauchen wir, glaube ich, auch erstmal nicht. Das Tape kann weg. Die Munition brauche ich. Ich sag, der Arztkoffer auch nicht so wirklich. Die können auch mal weg. Habe ich nicht irgendwo den elektronischen Dietrich noch? Dann können die nämlich auch mal weg. Eine Zange bräuchte ich aber auf jeden Fall noch. Die Basis hier. Ich hätte sogar ein Gaussgewehr. Okay. Schrott, Computersprachmodul, Navcom-Teile, Halskette. Guten Boxhandschuhe. Okay, dann will ich mal gerade gucken, war das Gaussgewehr? Das ist ein bisschen besser. Achso, das brauchen wir die andere Munition. Okay, nee, dann ist das, was wir in der Basis finden, dann doch besser. Okay, alles klar, dann lege ich das nochmal zurück. Beziehungsweise, ich kann es ja mal nutzen. Baller ich das auf jeden Fall mal leer. Na gut. Dann hätten wir hier schon mal aufgeräumt. Und wir gehen hier durch diesen Lüftungsschacht mal rein. Überraschungsangriff. So, und dann würde ich hier auch tatsächlich gerade noch mal kurz speichern. Ruhe. Ja gut, theoretisch könnte ich die auch irgendwie sabotieren, aber
Oh, eine Todeskralle. Witzig. So, hallo Tür. Die ist... Achso, man braucht einen Sicherheitsschlüssel dafür. Hm. Gut, dann muss ich doch den anderen Eingang nehmen, weil ich glaube, den Sicherheitsschlüssel kriegen wir erst da drin. Wollte jetzt einmal irgendwie taktisch vorgehen, aber nö. Lohnt sich überhaupt nicht. Einfach rein und alles wegballern. Dann ist gut. Dann gehen wir halt den anderen Weg rein. Achso, warte mal, ist hier vielleicht noch was Interessantes? Da ist die Tür. Da ist die Tür. Du kannst direkt wieder gehen. Nein. Hätte Witz, wenn die Vertibird-Pläne hier schon rumliegen würden, aber so dumm sind sie dann doch nicht. So, magst du das schon den richtigen Riecher? Da wollen wir jetzt nämlich rein und dort durch die Luke. So, sind die jetzt alarmiert oder nicht? Sehen die nämlich relativ ruhig hier aus. Wann kommt mal alle her? Warte ich mal, bis meine Begleiter angekommen sind. Da müsste gleich noch ein relativ dicker Supermutant vorbeirennen. Dann schauen wir mal. Klopf, klopf. Hallo. Okay, es hat tatsächlich noch niemand Alarm geschlagen. Du machst jetzt nicht so unglaublich viel Schaden. Mach ich denn unglaublich viel Schaden? Oh, ich treff gar nicht mal so gut, sehe ich gerade. Abschluss. Vielleicht nehme ich doch eine andere Waffe. Scheint hier nicht so das Wahre zu sein. Ja, aber das hält sich ja alles noch in Grenzen. Kritisch mit 6 Trefferpunkten. Naja, das passt alles. Und wir haben ja unglaublich viele Stimpacks. Du machst 12 Schaden mit der Waffe. Hätten wir doch die andere Waffe lassen sollen. Naja. Gut, mein Lieber. Guck mal, das ist doch schon was anderes. 65. Und zerlegt. Das ist aber in einer Power-Rüstung. Mal gucken, was der so drauf hat. Ja, nicht so unglaublich viel. Ja. Genau, schießt du mal deinen Kumpel ab. Er freut sich da bestimmt drüber. Wo ist denn eigentlich Marcus? So wahrscheinlich versperren wir ihm den Weg. Ja, ihr macht jetzt nicht so wirklich viel Schaden, dass ich mir... Wie viel hast du gemacht? 27, Quartiermeister. Cool. Dann schießen wir auf die Augen. Das hat wehgetan. Und nochmal bitte. Das war nix. Ich sehe gerade so, wenn die auf Dauer auf mich draufballern, ein bisschen was kriege ich ja doch ab. Nimm alles. Nimm nicht nur das, nimm einfach alles. Okay. Hast du den weggeballert? Jawohl. Na, noch nicht ganz. Der muss halt aufstehen. So, sehr gut. Schön. Gut gemacht, Vic. Jetzt kommt Markus mal angetappert hier.
Alles klar, Augenschuss. Sitzt. Noch einmal. Sitzt auch. Schade für ihn. Und blind ist er. Du könntest deinen Kollegen hier mal treffen, ne? Obwohl, du bist noch nicht blind. Vielleicht ändern wir das mal. Jetzt sollte ich mich doch mal heilen. Zerlegt. Super. Ihr seid gut. Ich glaube, das wird relativ gut laufen hier in der Basis. Habe ich so das Gefühl. So. Ja, ich nehme einfach die normalen Stimpaks. Haben wir mehr als genug. So dringend, dass ich jetzt einen Super Stimpak nehmen muss, ist es zum Glück noch nicht. Zack. So, weiter geht es. Augenschuss. Der hat dich hoffentlich zerlegt, jawohl. Bei dir kommen wir leider noch nicht hin. Gut, dann beende ich den Zug und gönne mir ein bisschen mehr. Obwohl, warte mal, ich lade mal noch nach. Du machst auch relativ viel Schaden, Kollege. Das müsste ich ändern. Aber ja, ich glaube, die Plasmawaffen machen gegen die Powerrüstung halt doch mehr Schaden als Laserwaffen. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass ich... Hey! Nicht auf Markus schießen. Der ist zu, der gehört zu uns. Oh, wollte eigentlich gezielt. Mist. Klappt das? Ja, das klappt. Ich glaube, der ist auch durch. So, Kisti wurde... Cassidy, hör auf zu schießen, wenn Marcus vor dir steht. Bringt doch so nix. Na gut. Aber ich glaube, hier drin war nämlich auch noch eine Powerrüstung drin. Ah, ich glaube, hier war sogar die gute Powerrüstung drin, oder? Schauen. Gut, hier wäre noch ein Gewehr. Ich kann ja meine Begleiter wieder vollladen. Ist denn was an Munition? Ich nehme tatsächlich gerade nur mal die Energiezellen raus. Da war die gute Powerrüstung, genau. Okay, dann ziehen wir die direkt mal an. Ist halt jetzt nochmal ein Stückchen besser. So, und die können wir jetzt dann Vic geben. Vic, was hältst du denn von einer Powerrüstung, hm? Vic? Vic, Vic, Vic. Da ist er. Macht gerade, also würde mich wundern, wenn er draufgegangen ist. Eigentlich hat ja nur Markus hier was abgekriegt, groß. So, da haben mich tatsächlich alle meine Begleiter, die eine Powerrüstung tragen können, mit einer Powerrüstung ausgestattet. Dann kannst du deine Rüstung ausziehen, wo die... Dann nehme ich dir halt kurz noch was ab, ist auch in Ordnung. Die Granaten wollte ich ja sowieso haben. Ach, du hast den elektronischen Dietrich. Und halt so viel Munition. Du glaube ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich. Ich glaube, die Dinger sind auch noch relativ schwer, oder? Hier das Gegengift. Ja. Geht das? Ja. So, dann ziehen wir die Powerrüstung an. Und dann können wir dir eigentlich die... Obwohl.
Weißt du was? Die Gewänder darfst du mal behalten. Den ganzen anderen Schamas auch. Das passt ja soweit. Du hast ja auch noch ein paar Stimpaks, genau, für Notfälle. So, Magus. Was willst du? Heil dich mal Vielleicht gerade. sollst du dir das mal ansehen. Vielleicht sollst du dir das mal ansehen. Ja, ist okay. Du kriegst noch ein paar Granaten von mir. Da kannst du ja auch noch ganz gut mit umgehen. Auch und weißt du was, nimm hier die Dings auch noch gerade. Für deine Powerfaust. Falls du sie mal nutzen solltest. Sonst noch irgendwas? Ich gönn dir mal ein Stimpack. Gerade. Und ja, ich heile ihn jetzt gerade noch ein bisschen hoch. Mit so zwei, drei Stimwechsel auf 60 runter sind, dann passt das auch. Ich Was bedanke mich aber willst du? schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Und dann nehmen wir hier die Basis weiter auseinander.